Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, in diesem kurzen Video möchte ich eine Besonderheit aus meinem letzten Video nochmal hervorheben. Und zwar in meinem letzten Video, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das ist 1,5 Stunden lang, das ist sozusagen meiner Meinung nach ein sehr schöner Rundumschlag, wie wir da gerade bei Corona ja von vorne bis hinten, vorsichtig wieder getrickst wird. Und zwar ist da offengelegt worden, dass die Zahlen aus Hamburg, aus Bayern und nun auch aus Sachsen, womit man da immer Politik gemacht hat, dass sie sehr unzuverlässig sind. Das war ja halt immer, dass diese in diesen drei Bundesländern und eigentlich auch bundesweit hat man eigentlich immer gesagt, ja, es ist eine Pandemie der Ungeimpften und es kam raus, dass diese Zahlen, auf die man sich da berufen hat und vor allem, wo Herr Tschentscher dann auch die Grundrechtseinschränkung auf Basis dieser Zahlen immer weiter vorangetrieben hat, als erster in Deutschland und wo alle anderen nachgezogen haben, dass diese Zahlen total unzuverlässig sind. Ja, jetzt mag man natürlich meinen, wo das jetzt alles offengelegt worden ist. Herr Tschentscher, er wurde halt beim Lügen erwischt und hat natürlich immer weiter gelogen. Das könnt ihr da in meinem Video alles ganz genau sehen. Das habe ich da alles ganz genau belegt. Jetzt müsste man natürlich meinen, dass wenn die Medien da ihre Arbeit machen, die vierte Macht im Staat, die vierte Gewalt im Staat, so heißt es ja, wenn die ihre Arbeit machen würde, dann würde die da ganz genau nachhaken. Aber wer da die Pressekonferenzen sich mal ein bisschen genauer anschaut, egal ob es die Landespressekonferenz in Hamburg ist oder auch die Bundespressekonferenz halt in Berlin, mein Eindruck oder beziehungsweise das, was ich vor allem in Hamburg immer erlebe und in Berlin schaue ich nicht ganz so oft rein, aber nach meinem Eindruck ist es da auch überwiegend so, da die Medienvertreter, die fragen halt immer nur, hey, wie sind die Regeln da auszulegen? Gilt das jetzt so und so oder gibt es da vielleicht die und die Ausnahme? Oder man fragt dann noch, ob die Regeln vielleicht noch ein bisschen schärfer gemacht werden können. Also jetzt war es zum Beispiel in Hamburg, da gab es dann solche Fragen, ja, bedenken Sie dann auch die Weihnachtsferien vielleicht zu verlängern, weil Omikron ist ja gefährlich oder denken Sie vielleicht auch an einen neuen Lockdown und so. Insofern, meiner Meinung nach sind da viele der Medienschaffenden sehr unkritisch, sehr auf Linie des Staates und machen da nicht wirklich ihre Arbeit. Und ein ganz besonderer krasser Fall war jetzt hier beim NDR. Die Medienvertreter eigentlich jetzt bei so einem Fall, da sollte man eigentlich erwarten, dass sie da genau nachhaken, dass sie den verantwortlichen Politikern da sehr kritische Fragen stellen, da auch ganz transparent die Interviews führen und zeigen. Ja, schauen wir uns das hier einfach mal beim NDR an. Wie gesagt, es ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem letzten Video, ein bisschen gekürzt. Und ihr könnt ja gerne mal sagen, ob Herr Tschentscher hier vom NDR tatsächlich vielleicht sogar im Schutz genommen wird und ob der NDR sozusagen die Lügen von Herrn Tschentscher decken will. So, jetzt hat Argo Nerd, das ist der bei Twitter, der immer so schöne Memes mit den Widersprüchen der Politiker da erstellt, dem ist jetzt bei Twitter aufgefallen, dass das Interview hier beim NDR im Hamburg-Journal geschnitten ist. Wollen wir einfach mal reinschauen. Hört mal genau hier hin. Hier ist das Video gekürzt zwischen das heißt und man wird. Hören wir rein. Eher zu den Ungeimpften gezählt wurden. Das heißt, man wird in so einer komplexen Lage. So, ihr habt es gehört, hier ist es ganz klar geschnitten. Da ist natürlich die Frage, warum schneidet man das da? Hat der Tschentscher sich da so verhaspelt, dass man da an seiner Körpersprache oder daran, dass er so nervös ist, dass man daran sieht, dass er gelogen hat? Oder was ist da los? Hier twittert Tim Röhn auch, dass die Aussage aus redaktionellen Gründen zusammengefasst wurde. Tim Röhn hat da bei der Pressekonferenz bei Herrn Tschentscher nochmal persönlich nachgehakt. Eine weitere Frage des Kollegen der Welt am Sonntag. In dem Interview des NDR mit Ihnen, Herr Tschentscher, vom 20. Dezember ist die Antwort auf die Frage, warum der Zahlenfehler passiert sei, zusammengeschnitten. Geschah dieser Zusammenschnitt auf Wunsch von Ihnen? Also das ist jetzt eine ganz abenteuerliche Idee, aber Frau Burian vom NDR ist da. Ich weiß nicht, ob Sie geschnitten haben und was geschnitten wurde. Ich jedenfalls habe dieses Interview als Gast beim NDR gegeben und den Rest weiß ich nicht. Vielleicht können wir das schnell klären. Ja, das Interview ist aus redaktionellen und aus Sendelängengründen zusammengefasst worden. So, und ohne irgendeine Kommunikation, Beteiligung, Rücksprache oder was auch immer hier spekuliert wird mit meiner Person. Ich habe das Interview abends im Hamburg-Journal gesehen und
Das, was da gesagt wurde, wurde gesagt. So, also aus redaktionellen und Sendelängengründen zusammengefasst worden. Frau Burian ist übrigens diejenige, die hier im Interview, diejenige mit der Brille ist, die war dann bei der Pressekonferenz direkt anwesend, ist dann für meinen Eindruck auch sichtlich stolz nach vorne marschiert und hat das alles zurechtgebogen. Das ist dann natürlich aus redaktionellen und aus Sendelängengründen geschnitten worden. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Herr Tschentscher, bei dieser wichtigen Aussage kann man das ruhig zurechtschneiden. Er wurde ja auch nicht irgendwie bei irgendwas ertappt. Das hat alles so seine Richtigkeit. Ihr wisst, ich bin einer, der genauer hinschaut. Auch die Pressekonferenz war Dienstag. Da habe ich von Dienstag 16 Uhr bis spät in der Nacht da recherchiert, da das Skript geschrieben, Mittwoch auch den ganzen Tag dran geschrieben. Jetzt ist Donnerstagmittag, dann nehme ich dann alles auf. Und ich habe auch da dann mal überprüft, was sie mit den Sendelängengründen meint. Da ist mir aufgefallen, dass das Interview in voller Länge, wo auch in der Sendung darauf hingewiesen wird, da ist halt diese Frage nach dem Zahlenbetrug ist da rausgelassen worden. Insofern, wir wollen hier einfach mal reinschauen, was da genau rausgelassen wurde. So, hier sehen wir die ganze Sendung des Hamburg-Journals 19.30 Uhr. Wir wollen mal reinhören. Oder eben auch die, bei denen der vollständige Impfschutz jetzt länger zurückliegt. Sie haben im November von 90% Infizierten gesprochen, die ungeimpft sind. Diese Zahlen sind aber jetzt nachweislich viel zu hoch gewesen. So, wir sehen, vollständiger Impfschutz länger zurückgelegt. Und dann kommt die kritische Frage. Dann freue ich mich auf ein hoffentlich ruhiges Weihnachtsfest. Und ich wünsche das natürlich auch allen anderen. Das gesamte Gespräch sehen Sie unter ndr.de/Hamburg. So, wir sollen also das gesamte Gespräch bei NDR Hamburg nachschauen. Dann habe ich da mal reingeschaut. So, wenn man da nach Jahresabschluss-Interview Tschentscher sucht, dann bekommt man drei Ergebnisse. Da haben wir hier einmal das Hamburg-Journal um 18 Uhr. Das ist eine kurze Version, eine ganz kurze Version. Dann um 19.30 Uhr, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Und das soll dann offenbar, oder das wird dann das einzige Interview in voller Länge sein hier. Da schauen wir jetzt mal rein. Bei denen der vollständige Impfschutz jetzt länger zurückliegt. Und so, hier haben wir die Stelle, wo der Impfschutz länger zurückliegt. Da hat man noch ein bisschen dran geschnitten. Wir wollen nochmal weiter reinhören. Deswegen, gerade da, wo der Impfstoff knapp ist, hat die Impfkommission gesagt, als erstes diejenigen, die nach 6 Monaten diese Auffrischimpfung am dringendsten benötigen. Und dann werden ja alle anderen auch mit einbezogen. Wir wollen nicht nur über Corona sprechen, sondern haben natürlich... So, und dann ist man durch mit Corona und kommt zu Cum-Ex. Wir sehen also bei so einem Thema, bei so einem wichtigen Thema, wo Herr Tschentscher meiner Meinung nach sehr, sehr offensichtlich gelogen hat, wenn er da beim NDR im Interview ist, dass der NDR da gleich zweimal schneidet, zweimal da ganz komische Merkwürdigkeiten drin hat, dann deutet das für mich entweder da darauf hin, dass der NDR Herr Tschentscher möglichst gut dastehen lassen will oder ganz schlimm sogar, dass man Herr Tschentscher und seine Zahlentricks auf jeden Fall nicht auffliegen lassen will. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Hat der NDR, sind das hier einfach nur redaktionelle Gründe, weswegen man das hier geschnitten hat oder warum hat man hier so oft geschnitten und irgendwelche Stellen rausgelassen. Für mich ist das sehr, sehr merkwürdig und ich habe da auch eine Presseanfrage gestellt, die steht bis heute Donnerstagmittag 12.49 Uhr, ich schaue hier gerade auf die Uhr, ist sie noch ausstehend. Insofern, falls es da irgendwelche Neuigkeiten geben wird, erfahrt ihr dann natürlich bei Telegram davon.